Metalle werden unterschieden in Nicht-Eisenmetalle und Eisenmetalle. Eisenmetalle sind Stähle und Eisengusswerkstoffe. Nicht-Eisenmetalle sind Schwermetalle und Leichtmetalle. Zu unterscheiden sei bei den Schwermetallen und den Leichtmetallen, dass alles, was eine größere Dichte als 5 Gramm pro Kubikzentimeter hat, zu den Schwermetallen zählt und eine geringere Dichte als 5 Gramm pro Kubikzentimeter hat, zu den Leichtmetallen gehört. Nun erfolgt die Aufteilung in die Nichtmetalle. Zu den Nichtmetallen gehören Naturwerkstoffe und künstliche Werkstoffe. Nun kommen die Verbundwerkstoffe. Verbundwerkstoffe sind verstärkte Kunststoffe oder aber Hartmetalle. Es folgt nun eine detailliertere Aufteilung der verschiedenen Werkstoffarten. Zu den Stählen gehören zum Beispiel Baustahl, Werkzeugstahl oder Vergütungsstahl. Zu den Eisengussmetallen gehören Eisenguss oder Stahlguss. Leichtmetalle sind zum Beispiel Carbon, Aluminium, Magnesium oder Titan. Schwermetalle sind Kupfer, Blei, Gold, Silber, Platin und Zinn. Zu den natürlichen Werkstoffen zählen Holz, Granit und Leder. Künstliche Werkstoffe sind zum Beispiel Plastik, Polyvinylchlorid, kurz PVC, Kautschuk, Glas oder Keramik. Die Verbundstoffe sind zum Beispiel glasfaserverstärkter Kunststoff oder kohlefaserverstärkter Kunststoff. Die eben genannte Auswahl umfasst nicht alle Werkstoffe, die in diese Kategorien eingeteilt werden. Der Einfachheit halber wurden nur ein paar Beispiele genannt. Jeder Werkstoff besitzt verschiedene Eigenschaften, die ihn besonders machen oder ihn für einen bestimmten Verarbeitungszweck günstiger machen. Dazu zählen zum Beispiel die mechanischen Eigenschaften, wie die Dichte bzw. Masse, Elastizität, Plastizität, Zähigkeit, Sprödigkeit, Festigkeit und Härte. Zusätzlich dazu gibt es noch die thermischen Eigenschaften, wie zum Beispiel die Wärmedehnung und die Wärmeleitfähigkeit. Elektrische Eigenschaften sind vor allem die elektrische Leitfähigkeit des Werkstoffs. Des Weiteren gibt es die technologischen Eigenschaften. Die sind unterteilt in die Gießbarkeit, die Umformbarkeit, die Zerspannbarkeit, die Speisbarkeit und die Härtbarkeit eines Werkstoffes. Chemische Eigenschaften sind die Korrosionsbeständigkeit, die Giftigkeit oder die Brennbarkeit eines Werkstoffes. Sehr, sehr wichtig sind die ökologischen Eigenschaften, wie zum Beispiel die Umweltverträglichkeit und die Recyclingfähigkeit.